Okay, dann geht's weiter. Noch ein zweiter Vortrag heute. Uwe ist extra aus Dortmund angereist, über eine lineare Logik zu sprechen, sozusagen als Hintergrund für das, was wir gerade über Rust gehört haben. Ja, genau. Also ich finde das ja immer komisch, dass man für alles mögliche neue Wörter erfindet. Also so Ownership und Borrowing, das ist ja eigentlich, da steckt ja was Mathematisches hinter. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Und ich dachte mir, lineare Logik ist was, was ich vielleicht nicht begreife, aber ich bin noch viel besser im Zeichnen. Deswegen habe ich so schöne Comics gemacht. Und zwar haben wir den kleinen Jean-Yves. Ich kann französische Namen nicht so gut aussprechen, falls es jetzt falsch ist. Naja. Also der kleine Jean-Yves, der ist 4 Jahre alt und ist total der Logiker. Und der hat von seiner Mutter jetzt ein sehr, sehr großzügiges Taschengeld bekommen. Ganze 5 Cent. Und mit diesen 5 Cent, da hat er sich dann überlegt, ja, aber dieser Kapitalismus, die Inflation, das ist doch morgen nichts mehr wert. Ich muss sofort was einkaufen gehen. Und deswegen entschied er sich, in seinen Lieblingsladen zu gehen, den Süßigkeiten- und Mathebücherladen. Und ja, und wollte sich da ein Bonbon kaufen. Und ja, weil der Jean-Yves ein ziemlicher Mathematiker ist, sagt er gerne so Sätze wie, ja, sei A gleich 5 Cent. Und irgendwas, was ich nicht so richtig lesen kann und dann irgendwie P ist ein Portemonnaie. Ja, dann wenn A in P ist, dann gibt es ein leckeres Bonbon, sagt er. Und stellt dann irgendwelche komischen Formeln auf und sagt dann, ah, jetzt habe ich unendlich viele Bonbons. Ja, komisch. Was ist da passiert? Wir gehen das jetzt mal langsam Stück für Stück durch. Also die Aussage A ist ja, dass Jean-Yves 5 Cent hat. Die Aussage B ist, dass er einen Bonbon hat. Und ein Bonbon kostet 5 Cent. Das heißt, wir würden jetzt eben hier die Aussage 1 nehmen. Wir würden sagen, ja okay, wenn A B impliziert, dann können wir daraus ja irgendwie ableiten, dass man aus A halt B machen kann. Naja, gut. Wir haben da so ein Problem, da gibt es halt diese eine Regel, die sagt, ja gut, wenn ich jetzt so ein Gamma habe und ich kann daraus ein B ableiten, dann ist es halt völlig egal, ob ich noch zusätzlich ein A habe. Also ob ich Gamma und A habe und daraus dann kann ich genauso gut B ableiten, weil wenn ich jetzt, angenommen, ich sage, ja, ich weiß, dass Gamma gilt und daraus kann ich jetzt wissen, dass B gilt, dann ist es ja völlig egal, ob jetzt noch irgendein A zusätzlich gilt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, jemand hat ein Foto geschossen, dann muss er eine Kamera haben. Und ich weiß jetzt, der hat ein Foto und ich weiß, der trägt irgendwie ein Hemd. Das ist eine Zusatzinfo, die ist ja relativ egal und ändert den Wahrheitswert der Aussage nicht. Dann können wir das Ganze noch mal auf ein anderes Maß bringen, die andere Richtung halt. Wenn jemand 2 Fotos geschossen hat, dann ist es immer noch die gleiche Aussage, als hätte er ein Foto geschossen. Ich weiß, er hat eine Kamera. Das ändert halt nichts an der Tatsache. Und naja, wenn man jetzt eben in dieser normalen Logik bleibt, dann können wir daraus folgern, naja gut, wenn wir jetzt also aus A B folgern können, dann können wir aus Gamma und A B folgern. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich ein Bonbon und 5 Cent. Weil wir uns eben hier die Aussage 2 und 3 dann halt zunutze machen, um daraus nochmal mehr Ressourcen zu bekommen. Also wir wollten ja eigentlich sagen, dass wir die 5 Cent eintauschen gegen ein Bonbon. Und was wir jetzt gemacht haben, ist gesagt, ja, wir haben 5 Cent und deswegen haben wir auch ein Bonbon. Und dann gilt das natürlich immer. Und dadurch, dass es immer gilt, unabhängig davon, wie viel Geld wir haben, solange wir einmal 5 Cent hatten, haben wir alle Bonbons der Welt. Das ist natürlich ein Problem, wir wollen über Ressourcen reden. Das heißt, wir nehmen jetzt lineare Logik und das Ziel davon ist, dass Ressourcen endlich sein sollen. Also eben, dass Jean-Yves nur ein Bonbon bekommt, wenn er auch wirklich 5 Cent hat und nicht, wenn er das irgendwann mal besessen hat. Und es sollte auch ressourcensparend sein, also wenn Jean-Yves jetzt irgendwie 10 Euro bekommt, dann soll er nicht davon ein Bonbon kaufen und den Rest aus dem Fenster werfen. So, das macht ja auch keinen Sinn. Und ja, wir wollen das alles, aber trotzdem wollen dann auch alle möglichen logischen Aussagen ausdrücken können. Ja, und dafür
ja, halt die Frage, wir hatten hier diese zwei komischen Regeln. Was ist, wenn wir darauf halt verzichten und wenn wir eben sagen, wir dürfen keine Ressourcen mehr verschwenden und wir dürfen keine Ressourcen herbeizaubern. Also oben werfen wir das A weg, das zweite, und unten fügen wir einfach ein A hinzu. Wenn wir das beides nicht mehr machen, dann dürfen wir keine Ressourcen wegwerfen und keine herbeizaubern. Und ja, wir führen dann einfach einen neuen Operator ein, der nennt sich lustigerweise Lolli-Operator. Und für den gilt natürlich dann eben genau das. Wenn wir aus Gamma B herleiten können, dann aus Gamma und A können wir dann nicht B in der linearen Logik herleiten. Und somit muss jeder Wert mindestens einmal verwendet werden. Ja, und eben bei der anderen Regel, wir können nicht einfach Werte wegwerfen, dadurch darf jeder Wert höchstens einmal verwendet werden. Das heißt, wir dürfen jede Aussage, müssen wir genau einmal verwenden. In der linearen Logik. Wir definieren hier quasi diesen neuen Operator. Willst du da in der Voraussetzung nicht auch Lolli verwenden? Ja, theoretisch ja. Und jetzt ist natürlich so die Frage, also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Jean-Yves Großvater hat eine Solaranlage und also der Herr Girard, der fragt dann seinen Enkel, ja, wie viel Strom produziert die Anlage denn? Und ja, die Antwort natürlich unendlich viel Strom. Und wenn wir jetzt also einfach mal sagen, ja gut, W ist jetzt 1 Watt und Q ist die Solaranlage, dann würden wir jetzt intuitiv sagen wollen, ja gut, aus Q können wir W herleiten. Aber in dem Moment, da wir über Ressourcen reden, würde das bedeuten, dass wir Q eintauschen gegen W. Das heißt, wir würden die Solaranlage zerstören und kriegen 1 Watt dabei raus. Das ist nicht Sinn der Sache. Also ich lasse hier Zeit natürlich komplett außer Acht gerade. Genau, also das heißt, die Solaranlage verschwindet, sobald wir 1 Watt produziert haben. Deswegen gibt es diesen schönen Of-Course-Operator noch zusätzlich. Wir brauchen irgendeine Möglichkeit, um zu sagen, wir haben unendlich von einer Ressource. Und deswegen Ausrufezeichen A oder of course A sagt eben genau das aus, dass wir hier, unsere Solaranlage ist zum Ende der Zeit vielleicht mal kaputt, aber dann haben wir unendlich viel Strom rausbekommen. Das sagt dann eben genau diese Aussage. Ja, und jetzt gibt es noch diverse Operatoren, die darauf funktionieren. Wir fangen jetzt mal mit dem Einfachen an, das ist der Und-Operator, der heißt hier Tensor. Also hier oben in der Prämisse eben, wir haben A implizit B und A implizit C. Damit A wieder sind 5 Cent und B ist das Bonbon und C ist jetzt, sind Lollis. Jetzt brauchen wir 2 A's. Genau, und dann wenn wir eben sagen können, ja, für 5 Cent kriegen wir einen Bonbon und für 5 Cent kriegen wir einen Lolli, dann brauchen wir 10 Cent, um einen Bonbon und einen Lolli bekommen zu können. Also das ist wirklich ein relativ intuitives Und. Ja, und eben hier sind die Definitionen des Ganzen. Einmal eben die Regel, wie wir das Und erzeugen. Ja, und das ist genau das, was wir eigentlich oben gesehen haben. Wenn wir aus A C ableiten können und aus B D, dann können wir aus A und B C Tensor D ableiten. Und die andere Regel ist, wie wir das verwenden können. Wir können irgendwie aus einem A einen B Tensor C ableiten und aus unserem Gamma. Hier muss ich sagen, die Notation ist ein bisschen komisch. Das hat Gründe. Also grob können wir das erstmal so verstehen, aus Gamma B und C können wir D ableiten. Warum ich das jetzt so komisch schreibe, ist folgender Hintergrund. Wir haben ja nicht nur lineare Aussagen, sondern eigentlich gibt es 2 Ebenen. Ich lasse hier quasi gerade die Hälfte weg und deswegen müssen wir das so machen. Es gibt eigentlich nämlich die Ebene, dass wir sagen, wir haben unendlich Ressourcen und können alles machen wie bisher und können auch die beiden Regeln verwenden wie bisher, und wir haben die Ebene, in der wir es nicht können. Und hier sagen wir eben, B und C sind linear, also die Ableitung von, also B
Und C impliziert D ist eine lineare Operation und das Gamma eben nicht. Müsste dann bei Nummer 8 müssten immer die Lollis eigentlich sein, oder? Oder ist es auch noch anders, dass da die. Nein, die. Ja, wie gesagt, das ist etwas verwirrend. Wir gehen einfach davon aus, dass die gleich sind. Zur Einfachheit. Sonst, also ich hätte das alles genau machen können, aber es wäre viel mehr geworden, als es jetzt eh schon ist. Ja, also da ist eben genau so haben wir das gemacht. Nein. So, und dann haben wir noch, also dann haben wir den nächsten Operator, das ist der with-Operator. Der lässt sich so ein bisschen wie ein oder verstehen. Und zwar eben hier wieder, wir haben die gleiche Prämisse aus A. Also 5 Cent können wir zu einem Bonbon machen und 5 Cent können wir zu einem Lolli machen. Und wir wollen jetzt ausdrücken, wenn ich 5 Cent habe, dann darf ich mir aussuchen, ob ich einen Bonbon oder einen Lolli bekomme. Und das ist eben dieses, dieser with-Operator. Da können wir uns das eben aussuchen. Das heißt, die Regel, wie wir ein, wie wir das eben erstellen, ist, wir haben A impliziert B und A impliziert C. Dann können wir daraus B und C gewinnen. Und aus dem A und B können wir entweder ein A holen oder ein B. Das können wir uns halt aussuchen. Dann haben wir noch den nächsten Operator, der ist schon wieder ein bisschen bekannter. Das ist der Plus-Operator. Und zwar heißt das, ja, A impliziert B und daraus kriegen wir A impliziert B plus C. Würde jetzt heißen, für 5 Cent kann man sich Bonbons kaufen, aber keine Lollis, weil die sind irgendwie ausverkauft gerade, aber an sich kann man sich für 5 Cent Bonbons und Lollis kaufen. Wir haben also die Option quasi, wir sagen Jean-Yves, hier, du kannst dir für 5 Cent sowohl Bonbons als auch Lollis kaufen, aber gerade ist eins davon ausverkauft und du musst dann zwingend das andere nehmen. Das ist immer das Vordere dann, oder? Nein, das ist eben genau hier, haben wir zwei Regeln, die 15 und die 16. Mit der 15 können wir eben das Vordere nehmen und mit der 16 das Hintere. Quasi um zu sagen, das ist das, was wir haben. Das ist, eigentlich ist das das Gleiche, wie wenn wir an Summentypen denken. Dann haben wir genau das Gleiche. Wir haben einen Entweder-Oder, entweder B oder C. Und wir geben jetzt, eine Funktion gibt uns jetzt ein Eva zurück und die Funktion legt fest, ob es die linke oder die rechte Seite ist. Wir müssen aber beide behandeln, wenn wir mit dem Eva was anfangen wollen. Deswegen hier unten diese Regel 17, wo wir eben ein A plus B haben. Und wenn wir aus einem A ein C machen können und aus einem B auch ein C, dann können wir aus eben diesem Plus ein C machen. Und wo ist der Unterschied nochmal zu dem with? Genau, das ist etwas verwirrend am Anfang. Moment. Das with. Hier ist der Unterschied, dass wir uns aussuchen können, was von beiden wir wollen. Also wir kriegen beide Optionen. Wir kriegen gesagt, es sind sowohl Lollis als auch Bonbons da. Und wir müssen uns aussuchen, was wir haben wollen. In dem anderen kriegen wir gesagt, ja, Bonbons und Lollis kosten gleich viel, aber leider sind Lollis ausverkauft oder leider sind Bonbons ausverkauft. Wir müssen aber beide. Wir müssen davon ausgehen, dass wir beides bekommen könnten. Mhm. Es gibt nämlich leider in der linearen Logik 4 Operatoren. Das heißt, der letzte ist dieser Paar-Operator und der ist gar nicht mehr so einfach zu verstehen. Eben das, was das with für das Plus ist, ist das Paar für den Tensor. Das sind nämlich Dualitäten. Und wie man den verstehen kann, wäre zum Beispiel, wir müssen beide Fälle behandeln, aber wir wissen noch nicht, welches von beiden auftreten wird. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was wir vorher hatten. Ich würde jetzt als Beispiel würde ich nehmen, Jean-Yves Mutter kauft jetzt Bonbons und Lollis, weil sie einfach noch nicht weiß, was jetzt Jean-Yves gerade bevorzugt. Aber die will nicht zu viele Süßigkeiten an ihn geben, deswegen kauft sie
Deswegen kauft sie zwar beides, aber gibt ihm nur eins davon und das andere schmeißt sie weg. Eine andere Vorstellung davon wäre zum Beispiel, es ist Krieg und es gibt zwei Fronten und wir wissen, der Gegner greift von irgendeiner Seite an, aber wir wissen noch nicht von welcher. Das heißt, wir müssen unsere Truppen zu beiden Seiten schicken und natürlich die eine Seite, da sind die Truppen umsonst hingegangen, aber von der anderen Seite, da können die uns verteidigen. Das Ganze findet zum Beispiel Anwendung in der Spieltheorie. In der Spieltheorie ist das nämlich so, dass es A plus B bedeutet, ja, wir sind gerade am Zug und wir dürfen uns jetzt aussuchen, ob wir das Spiel A oder das Spiel B wählen, also den nächsten Zug, A oder B. Genauso eben das A mit B bedeutet, dass der Gegner gerade am Zug ist und der muss entweder A oder B spielen. Und jetzt wird es natürlich interessant, weil jetzt sagt der Gegner sowas wie, ja, weißt du, ich habe hier zwei Optionen, die ich spielen kann. Ich frage mich aber, wie das Ende ausgeht. Wollen wir das Spiel nicht nochmal parallel dazu neu konstruieren und wir spielen jetzt beide Runden gleichzeitig? Und dann haben wir eben hier dieses A-Tensor B. Das bedeutet, dass wir beide Spiele gleichzeitig spielen, also A und B. Und wenn wir in einem der Spiele am Zug sind, dann ist der Gegner in allen Spielen am Zug. Wenn wir aber in allen Spielen am Zug sind, dann sind wir am Zug. Also das heißt quasi, wenn jetzt der Gegner in seinem Zug dafür sorgt, dass er in allen Zügen dran ist, dann ist er dran. Ansonsten sind wir dran. Andersrum. Wenn wir in allen Spielen dran wären, dann sind wir dran, ansonsten ist der Gegner dran. Nur wenn wir beide Spiele gewinnen, dann haben wir auch wirklich gewonnen. Und wenn eines der Spiele früher endet, dann geht das andere Spiel halt nochmal weiter, bis es halt entschieden ist. Und eben das A, Paar, B, eben dual dazu. Wir sind am Zug und außer der Gegner ist in beiden Spielen am Zug. Und wenn wir in einem Spiel gewinnen, dann gewinnen wir in allen Spielen. Das heißt, wenn der Gegner beide Spiele gewinnt, hat er auch gewonnen. Und das ist durchaus eine interessante Interpretation des Ganzen. Also wir haben halt quasi diese vier Operatoren und zwei davon sind Und-Operatoren und zwei davon sind Oder-Operatoren, also zwei Konjunktionen und zwei Disjunktionen. Und man gruppiert die normalerweise dann noch in Additiv und Multiplikativ. Also hier unten sehen wir halt, dass wir mehrere Spiele zeitgleich spielen und oben spielen wir nur eines von beiden. Und das bringt uns wieder mehr Möglichkeiten, neue Sachen auszudrücken. Was uns natürlich am meisten interessiert, ist dann, wie sieht so ein Typsystem dazu aus. Das heißt, wir haben hier entsprechend den Curry-Howard-Isomorphismus. Der sagt halt im Endeffekt, dass sich solche logischen Regeln immer in so ein Typsystem wandeln können. Und das funktioniert natürlich auch mit der linearen Logik. Und da würde ich einfach mal sagen, so die erste Regel ist halt hier für das Lolli. Wenn wir A Lolli B haben quasi, dann haben wir einen Wert X vom Typ A und einen Wert Y vom Typ B. Und wir haben im Endeffekt eigentlich nur eine Funktion lambda x.y vom Typ a lolli b. Und hier eben schön diese lineare Implikation. Das heißt, wir müssen das x zwingend einmal verwenden, um eben unser y zu gewinnen. Wir dürfen das nicht mehrfach verwenden und genauso dann das y im späteren Verlauf, wenn man da jetzt zum Beispiel Komposition macht, genauso. Hier haben wir eben dann die andere Regel, das ist die Anwendung der Funktionen. Also wenn ich eine Funktion a lolli b habe und ein x in a, dann ist f von x in b. Wo sieht man bei der oberen Sache, dass man x verwendet? Dass man x genau einmal verwenden muss. An dem Lolli. Also wir hatten den Lolli ja eben so definiert wie unsere normale Ableitung, also wie eben genau dieses Zeichen hier. Nur eben mit der Ausnahme, dass ich es maximal einmal verwenden darf
und mindestens einmal verwenden muss. Was heißt denn Typsystem der Typ A Lolli B? Das ist eine Funktion von A nach B, indem ich das A nur einmal verwende. Okay, das ist quasi in dem Typsystem so definiert, einfach. Ja, das definieren wir hier gerade so. Achso, das definieren wir hier gerade? Ja, genau. Also der oberste und zweitoberste Lolli, die sind irgendwie verschieden, oder? Weil also für mich sieht es aus, als wenn der oberste zwischen zwei Aussagen oder Type Judgments stehen oder so und der untere macht aus dem Typ A und Typ B einen neuen Typ, oder wie? Oder vielleicht sind mir auch die Bindungsstärken nicht klar. Also oben steht doch Gamma Turnstile und der Rest ist eine Klammer und dann steht da x Punkt A. Ja, stimmt, da fehlen Klammern. Ja. Da fehlen Klammern. Also hier sage ich quasi x ist vom Typ A und y ist vom Typ B. Und eben ich kann aus x kann ich auf logischer Ebene y ableiten. Also linear. Genau, und unten ist dann die. Und unten ist, ich habe Lambda x Punkt y und das ist vom Typ A Lolli B. Genau, das ist. Bei uns in Logik hat er bei den Turnstiles dann immer auf logischer Ebene so ein Doppelturnstile gemacht und auf der wie nennt sich das dann, Sprachebene oder Aussagenebene hat er dann ein einfaches genutzt. Ja, hier nutzen wir dann halt hier oben die einfachen, weil hier unten gibt es halt die einfachen nicht mehr. Weil wir, also gibt es halt schon, aber. Ja, das ist dann der untere Lolli ist das Typ. Genau. Der Typ Konstruktor. Und der obere Lolli ist der logische Lolli in der Logik. Genau. Ja. Also das sind die zwei Ebenen, das sind eine unterschiedliche Lollis. Du solltest Farbe benutzen. Ja, das wäre vielleicht und beschwert sich die Hälfte, dass sie es nicht sehen kann. Weil das dann macht man noch ein Zeichen dran. Und die untere Regel heißt, dass man, was ist Delta ist ein... Delta ist ein Kontext, also... Quasi ich habe einen Kontext, in dem stecken meine ganzen Variablen, die gerade im Scope sind oder so. Und zusätzlich habe ich noch ein X in A. Also man verändert quasi damit zwei Kontexte. Ja. Und kann dann, wenn man die vereinigt hat... Das gesagt, das sind also Listen, wo die Anzahl der... Ja, in dem Fall, genau. Also da wir jetzt auf Typebene... Ja, also auf Typebene, ja. Kann man das Delta mit zusammengeworfen? Das sind eine Multimenge, also es können mehrere Elemente doppelt vorkommen. Ja. Weil ich kann A zum Beispiel zweimal haben, also wenn das A jetzt irgendwie. Das ist dein Geldbeutel. Mein Geldbeutel ist ja, weil das sind 5 Cent oder so, da habe ich halt zweimal 5 Cent und das geht halt. Und natürlich, ich habe auch das Ausrufezeichen noch, womit ich ja unendlich viele von einem Typ bekomme. Ein Tensor ist gar nicht mal so spannend, das ist einfach ein Tupel. Also x ist in A, y ist in B und dann habe ich ein Tupel, was A Tensor B als Typ hat. Und da komme ich halt auch wie gewohnt durch so ein Pattern Match raus. Also wenn ich jetzt eben meinen Tensor AB habe, dann ich kann irgendwie noch aus x und y kann ich einen neuen Statement s quasi erzeugen, habe ein neues Statement s, einen neuen Wert s, dann kann ich hier eben durch diese Fallunterscheidung von diesem Tensor zu meinem neuen Typen c kommen. Da muss ich halt wirklich beide behandeln, also das ist dann auch nochmal der Unterschied von dem Tensor zum Paar. Beim Tensor muss ich beide in einem Case quasi behandeln und beim Paar habe ich zwei. Genauso wie jetzt halt auch bei diesem with-Operator, da habe ich halt, das habe ich hier ein bisschen anders gemacht. Nicht beim with-Operator, beim Plus-Operator haben wir das nachher. Der with-Operator ist an sich jetzt auch nicht so schwierig, wir haben halt wieder ein Paar von zwei Werten und wir haben quasi einen Tupel, es sind beide Werte da, die liegen halt auch beide im Speicher, kann man sagen, und wir werfen aber eines davon immer weg, also wir nehmen entweder First oder Second. Wir können uns selber entscheiden, welches wir wegwerfen. Ich darf ja dieses Tupel nur einmal sozusagen anschauen, und wenn ich First sage, dann habe ich mich entschieden, dass ich den ersten anschaue. Ich habe mich entschieden, dass ich den zweiten anschaue.
und dann ist das Tupel weg. Voice ist simultan bei der Komponente und darfst die dann weiterverwenden. Genau. Genau so. Das ist quasi so ein Quantum-Zustand, oder? Ja, also hier darf ich. Schlechter Vergleich. Ich darf quasi. Ich darf mir quasi nicht mal beide Werte angucken, um zu entscheiden, welchen ich will, sondern ich muss sagen, ich will den linken oder den rechten. Das kann also natürlich. Du kannst halt sagen, ich kann es im Endeffekt sagen, ich habe etwas, was aus Typ A und B ist. Also ich habe etwas, wo ich eins von den beiden Typen haben, rauskriegen kann, den ich halt will. Genau, also ich könnte zum Beispiel so eine Datenstruktur Expression schreiben, wo ich halt, ich habe irgendein String-Literal und will daraus jetzt einen richtigen Typ gewinnen und jetzt sage ich, okay, das ist, entweder ist es halt ein Integer oder es ist ein String oder irgendwie sowas, dann kann ich das damit bestimmt auch gut modellieren. Ich kann halt erstmal gucken, wie parse ich die Werte und dann parse ich das in alle Datenstrukturen, also in alle Konstruktoren quasi rein und dann wähle ich mir eins davon aus, was mir gerade passt. Was jetzt sehr, sehr untypisiert ist, aber das könnte man so machen. Ja, und dann haben wir noch das Plus und das ist eigentlich genauso wie das Eva. Wir haben einen links und einen rechts und wenn ich einen Wert vom Typ A habe, dann kann ich schon so ein A plus B erzeugen, indem ich einfach die linke Seite initialisiere und wenn ich so ein A plus B habe, dann konstruiere ich halt die rechte Seite und das reicht schon. Um rauszukommen, muss ich dann natürlich so eine Fallunterscheidung machen, also ich muss von A, vom Typ A bis eine Funktion quasi haben, die zum Typ C geht und vom Typ B brauche ich auch eine, die zu C geht. Und dann kann ich hier einfach die Fallunterscheidung machen, ob das jetzt der linke Fall ist oder der rechte. Ja. Du hast noch den. Den Paar-Operator, ja. Der lässt sich tatsächlich nicht so leicht in einen Typ gießen, weil der eben so anders ist. Deswegen wird er meist weggelassen. Also, der ist halt. Also der ist ja komplett anders von dem, was man eigentlich so hat. Also kann man das den anderen drei herleiten oder ist der komplett? Man kann sich den halt in diesem Ressourcenkontext, den wir ja eigentlich haben, sehr schlecht vorstellen. Also hier wissen wir ja immer, wir behandeln quasi unsere Daten als Ressourcen und die Daten, die halt im RAM liegen, sind halt unsere Ressourcen und wenn wir dürfen jede Ressource nur einmal verwenden. Wir wollen ja möglichst wenig RAM verbrauchen und dieser Paar-Operator ist halt in diesem Ressourcenkontext recht schwierig zu verstehen. Also wir müssen im Endeffekt Ressourcen für zwei Fälle genau anwenden und hier mit dem with genauso, dass wir Speicher für beide Fälle brauchen, aber wir behandeln nachher nur einen davon. Also wir sagen, wir haben x und y, aber wir nehmen uns eins davon raus, das andere schmeißen wir weg. Das ist bei dem Paar-Operator nicht so. Da müssen wir beide Fälle auch noch behandeln. Aber wir müssen die unabhängig voneinander behandeln. Also das ist nicht wie beim Tensor, dass wir quasi sagen, ja, wir haben jetzt einen Wert a und b und die ziehen wir einfach raus und arbeiten damit weiter, sondern wir müssen wirklich sagen, okay, für meinen Wert a komme ich jetzt auf den Weg an meinen Wert c und für den Wert, also für den Typen, für den Typen B komme ich auf den Weg, auf den Typ C. Und wir müssen halt beide Wege auch noch implementieren. Und was dann am Ende passiert, das hängt dann irgendwie von der Außenwelt ab. Das sagt so dieser Paar-Operator. Also in dem Spieltheorie-Kontext, ich gehe mal falsch rum, war das hier eben so, dass wir zwei Spieler haben. Und wir sind am Zug. Und ob wir gewinnen oder nicht, hängt dann halt auch eben von dieser Außenwelt ab. Hier in dem Ressourcenkontext ist das halt, da habe ich es ja hier oben noch erklärt, als wir haben Jean-Yves Mutter, die eben beides kauft. Und es ist schwierig zu erklären. Also hier unterscheidet sich das ja nur minimal von dem Schuss, also von dem Wolf-Operator. Deswegen ist es in diesem Kontext schwierig, im Spieltheorie-Kontext macht es zum Beispiel wieder Sinn. Mhm. Und dann entscheidet man sich, den wegzulassen.
Man könnte es sich so grob vorstellen, als ich habe irgendwie, ich weiß, es kommt ein Request vom Client, ich weiß aber noch nicht welcher, aber ich behandle beide Requests schon. Mhm. Und sobald der Request kommt, kann ich einfach das Ergebnis ausgeben. Das ist aber doch dann either, oder? Nee, weil bei either weiß ich ja schon, ob ich welchen von beiden ich habe. Scheine links oder rechts. Viermal beide. Moment, das war der. Nee, der Operator ist das hier. Da weiß ich, der Plus-Operator, und da weiß ich ja schon, ob das links oder rechts ist. Wenn ich ihn. Du meinst, wenn du ihn aufsplittest, weißt du schon, ob du links oder rechts hast. Wenn du im genau. 17 weißt, genau. ob du links oder rechts genau. hast. Genau, da weiß ich, ob das links oder rechts ist. Das heißt, es wird nur ein Codepfad wirklich berechnet. Bei dem Paar-Operator müssten beide berechnet werden. Das könnte zum Beispiel sein, weil die Werte voneinander abhängen oder so. Das ist, lässt sich halt sehr schlecht in ein Typsystem reinbringen. Aha. Man lässt es deshalb eigentlich weg. Okay. So. Ja, und damit durch haben wir halt jetzt quasi hier diesen Operator, der sagt, wir müssen jede Variable genau einmal verwenden und nicht häufiger. Und ja, das ist halt eigentlich die halbe Wahrheit. Es gibt noch diese zweite Ebene, das ist also so ein, quasi so ein Zwei-Ebenen-Strahl. In die eine Richtung haben wir alles, was wir nur einmal verwenden dürfen, in die andere haben wir eben normale intuitionistische oder klassische Logik, je nachdem. Und die lassen sich allerdings auch in lineare Logik einbetten. Was hier noch interessant ist, das habe ich jetzt nicht gezeigt, weil ich es auch nicht so richtig verstehe und es auch ein bisschen komplizierter ist. Man kann sowohl intuitionistische Logik als auch klassische Logik separat in lineare Logik einbetten. Das heißt, ich kann quasi Aussagen in der linearen Logik haben, von der ich weiß, sie sind klassisch, und ich kann welche haben, von der ich weiß, sie sind intuitionistisch. Und die verhalten sich genauso. Dafür brauchen wir aber noch mehr Operatoren, und darauf gehe ich in dem Vortrag jetzt nicht ein. Aber das sind so, ja, das ist halt im Endeffekt lineare Logik, und wir haben das dann noch einmal auf dem Haskell-Beispiel angewandt. Es gibt nämlich bereits ein Proposal für lineare Typen in Haskell, und da wird zum Beispiel Tensor so definiert, dass man eben hier, man schreibt an die Typsignatur ran, wie häufig man die Variable verwenden darf. Hier sage ich quasi jede genau einmal, und dadurch muss ich im Tensor beide genau einmal verwenden, und so erzeuge ich mein Tensorpaar. Und es gibt dann halt auch eben diesen Lolly-Operator, und linear Map würde dann halt, das ist unsere neue Map-Funktion, und die sieht dann halt so aus. Wir konsumieren das A und geben halt dadurch ein B zurück, und das machen wir dann auf die ganze Liste. Das heißt, wir können die ganze Liste konsumieren und kriegen eine neue Liste, und somit können wir den Speicher der alten Liste freigeben. Garantiert. Mhm. Und das ist auch eben der Hintergrund von der ganzen Rust-Sache. Wieso wir wissen, wann wir den Speicher wirklich freigeben können und wann nicht. Weil ja, wir eigentlich sagen, es gibt, die Variable wird einmal verwendet, genau einmal. Und durch dieses Referencing, was Rust gemacht hat, das kann man so ziemlich auf diesen Operator hier zurückführen, dass man eben sagt, okay, für diesen neuen Kontext habe ich das jetzt unendlich oft zur Verfügung. Und ja, das ist so der Hintergrund. Meinst du mit dem Borrowing? Wenn man den Und-Operator macht, dass man eine Funktion in diesen Und reingibt, dann kann man es in der Funktion beliebig oft verwenden. Share Preferences. Genau. Ja, das war erstmal so ein grober Überblick. Ich würde beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, je nachdem wie es passt, das nochmal gerne die Typen nochmal detaillierter vorstellen. Ja, aber so grob für den ersten Überblick. Irgendwelche Fragen? Cool. Es gibt ja seit
einer Woche oder so einen GRC-Branch, der diesen Vorschlag schon implementiert hat. Das heißt, man kann damit mittlerweile auch coden. Hast du das mal gemacht? Nö, aber wenn du das beim nächsten Mal weiterführen willst, könntest du ja im Endeffekt echte Codebeispiele zeigen. Ja, tatsächlich würde ich das aber in Idris machen. Idris hat mittlerweile auch lineare Typen seit der neuesten Version. Und ja, das heißt, irgendwann wird es noch einen Idris-Vortrag mehr zu linearen Typen geben. Ach, heißt das auch, dass GHC bisher nichts Lineares hatte? Genau. Okay. Was heißt nichts Lineares, wenn du halt. Also, Unterstützung von dem Konzept, dass ich Ressourcen halt genau einmal verwende, das ist jetzt neu in diesem Proposal, war das bisher nicht die letzten 30 Jahre, 20 Jahre. Ja, das ist jetzt halt dadurch, dass Rust das mal irgendwie angefangen hat und mal umzusetzen, ist das jetzt gerade irgendwie ziemlich im Kommen und wird auch bei den ganzen funktionalen Sachen langsam umgesetzt. Als Haskell neu war, also ich bin ja nur so Haskell-Beobachter aus einer Entfernung, ich habe das nie wirklich genutzt, aber als das neu war, war man das 92 oder so, da ging es dann über die Mailingliste, dass jemand sagte, ja, da macht man ein lineares Typsystem und dann kannst du in dem Typsystem formalisieren, dass du eine Bitmap hast und da schreibst du irgendwelche Pixel rein und die wird immer genau einmal im Speicher weitergeführt. Das war also 1991 oder so. Und da dachte ich, damals, die hätten da schon was, aber offenbar haben sie es nicht umgesetzt. Nee, die sind den Weg gegangen, dass die Runtime einfach, dass wenn du das nur einmal referenzierst, beziehungsweise wenn du zum Beispiel eine Liste hast und die nur einmal benutzt, dass die halt dann von der Runtime irgendwie sinnvoll gehandelt wird. Ist das implizit irgendwie optimiert? Genau. Also du kannst dann sehr leicht den Fehler machen, Sachen zweimal zu verwenden und dann liegen die. Das sind ja diese Speicherlecks im Endeffekt. Statisch garantieren, du kannst dein Typsystem spezifizieren, das muss so sein. Genau. Und das ist das, was Haskell halt noch nicht macht. Und dadurch, dass Rust das halt so macht oder so ähnlich, hat man sich dann irgendwann entschieden, hey, das ist ja doch ganz cool und dann wollen wir das jetzt auch. In Haskell ist es tatsächlich so, dass es nur dieser eine, dass die Funktionspfeile man einfach nur durch das Pfeil O ersetzt und genauso Garantien dann. Genauso wie ich es hier gezeigt habe, mit der Linear Map, da hat man dann eben auch die Garantien. Also ich habe ja hier auch zwei verschiedene Funktionspfeile, einmal hier für das Lineare und einmal hier für das Nicht-Lineare. Und der alte ist genauso wie der alte und genauso auch die zwei Doppelpunkte für die Typsignatur. Wenn ich da nichts dran schreibe, keine Zahl, dann ist das implizit immer unendlich. Heißt das auch, dass in Haskell dass die Motivation nur so Ressourcenzusicherungen sind? Bei dem Rust war es ja wichtig, weil es mutierbar sein kann für die Korrektheit. Oder könnte es sein, dass man jetzt mit annimmt? Sonst kann man den Haskell nicht rumpumpen, oder? Mit unsafe. Wenn ich jetzt gemeinsam einen Speicher habe zwischen verschiedenen Sites, dann muss in Rust das wirklich richtig sein, für das Typsystem. Ja, also in Haskell mache ich dann unsafe perform.io und dann ist alles kaputt. Ja, da du halt in Haskell normalerweise nur nicht mutierbare Typen hast, tritt das Problem ja erstmal gar nicht auf. Also ich mutmaße jetzt, dass die vor 20 Jahren gesagt haben, komm, wir brauchen das sowieso nicht. Aber gibt es eine Motivation in Haskell wirklich für die Korrektheit der Sache? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß, dass es zumindest dieses Proposal gab und Leute wollten das haben, vermutlich. Einfach nur so ein, hey cool, was hat das jetzt auch und das ist cool und dann machen wir das jetzt auch wirklich, so. Das hat ja wirklich sehr gute Praktiken. Also ja, genau. Im Sinne von... Ja genau, das ist ja auch wirklich sinnvoll. Speicherlecks verwenden. Also Ressourcengarantie, dass ich weiß, das ist genau einmal das im Speicher. Genau, also man könnte halt so weit gehen und eine Sprache machen, die halt funktional ist und auf lineare Typen basiert und dann einfach gar keinen Garbage Collector mehr hat. Das wäre halt das Extrem. Und Haskell will jetzt auch lineare Typen und dadurch kommen dann auch so ein bisschen diese Speichergarantie da rein. Könnte man das machen? Man muss halt Chunks erzeugen können und auch feststellen können, dass der Thunk schon mal ausgewertet wurde. Glaubst du, man kann es komplett ohne Runtime implementieren? Ja, das ist ja vom Typsystem, also somit zur Compile-Zeit wird ja festgestellt, ob die Variable schon verwendet wurde oder nicht.
oder wie häufig sie verwendet wurde. Dann schränkst du dich ja in der Anwendung ein. Genau. Beziehungsweise wir haben ja diesen Unendlich-Operator und dadurch könnten wir dann sowas wie in Rust auch implementieren, dass wir einer Funktion sagen, ich gebe dir jetzt das unendlich häufig und du machst das jetzt unendlich oft und danach habe ich das aber immer noch. Das kann man ja durchaus machen, noch zusätzlich. Was würde das in Rust bedeuten, wenn man das macht? Also das ist ja eben dieses Borrowing, dass ich quasi sage, ich habe... in Rust heißt es ja Ownership und Borrowing. Also ich habe mein Owner und dann gebe ich das eben an eine andere Funktion weiter und der Owner ändert sich nicht. Und dadurch ist es quasi nicht verwendet dann worden. Dann darf ich es nicht verändern. Dann habe ich einen nicht notierbaren Wert weitergereicht. Ja. Oder? Wenn du die Möglichkeit hast, beliebig viele davon zu produzieren, dann ist es nicht mutable. Genau. Zwingend. Ja. Und wenn du es mit uns Mut übergibst? Dann kannst du nur eins übergeben. Das war ja genau die Sache. Ja, genau. Guessing gives or mutability. Also entweder kannst du genau eine mutable Referenz übergeben oder beliebig viele Aliase. Also produzieren, nicht übergeben. Und ja, das ist im Endeffekt das, was... Wenn ich uns Mut übergebe, kann ich dann danach das noch verwenden? Oder ist es dann die Ownership transformiert? Nee, also das und Mut ist ja nur eine Referenz. Und damit übergibst du auch Ownership nicht. Ja, aber das muss dann halt die einzige Referenz sein. Also zu dem Zeitpunkt. Oder ist das wirklich dann generell die einzige? Das ist die einzige Referenz in dem Scope zu den Binding. Genau. Das dachte ich mir dann auch. Also wir haben das exklusiv und das geben wir dann beliebig oft nicht notierbar an andere weiter. Und weil es nicht notierbar ist, schadet das nichts in der Laufzeit. Genau. Wir müssen da nichts tun, wir reichen den Pointer weiter. Wir wissen, weil das aufgrund der Typkorrektheit und der semantischen Korrektheit, dank der Typkorrektheit, dass da nichts passieren kann. Gerade in so einer puren funktionalen Programmiersprache ist es ja irgendwie schon gegeben, dass das halt nicht mutable ist. Und dann kann man sowas ja auch generell sicher machen. Ja. Ja, da ist ja irgendwie ein Zusammenhang auch mit, mit der Speicherverwaltung. Also wenn ich Garbage Collection mache, da kann ich mir mehr leisten. und bei Rust ist man so sparsam, dass man, also das wird dann irgendwie auf dem Stack allokiert oder bei was, oder wie geht das? Und dann wird das Recht weitergereicht. Bei Rust funktioniert das so, dass du du hast ein Objekt auf dem Stack und wenn das Ganze jetzt out of scope geht quasi, also wenn das Objekt stirbt, dann wird das Objekt vom Stack geworfen und dabei wird eine Funktion noch aufgerufen, die zum Beispiel noch Heap-Speicher freigeben kann. Ja, genau. Von der Implementierung her funktioniert ja. Das heißt, es liegt halt... Heap in diesem C-Sinne. Genau. Ja. Ist das eigentlich... Also ist das so... Das Problem ist ja, wenn ich Systemsoftware mache, funktionale Systemsoftware, das war ja vor ein paar Jahrzehnten das gleiche Problem, ich mache Betriebssystemkerne. Und dann hat man so diese Frage, wie ist eigentlich der Speicher organisiert? Oder ist gar nicht organisiert. Und kommt das damit zurecht? Also, dass man nur auf dem Stack. Nee, also eigentlich ist es so, dass zum Beispiel die meisten Primitive landen halt auf dem Stack. Referenztypen auch. Aber wenn du wirklich. So Sachen hast du wie Structs, die dann eigentlich alle auf dem Heap. Das sind C, mit dem man nicht free und man auch free. Ja, genau, also im übertragenen Sinne, ja. Das macht man doch meistens, weil die Prozessoren selbst eine Stack- und Heap-Unterscheidung machen, oder? So. Also, war mein letzter Stand. Ja, also die Sache ist die, in Rust kannst du halt beliebig, also du kannst eigene Memory-Allokatoren schreiben. Standardmäßig wird jemalloc verwendet, also als Bibliothek, die ist in den Executables mit statisch reinkopiert, reingelinkt. Du kannst aber auch zum Beispiel den System Allocator verwenden, der macht dann halt einfach das, was der Kernel macht. Oder eben auch selbst entsprechend einschreiben. Also der Linux-Kern. Genau.
Also du hast da die volle Kontrolle drin. Ja, im Endeffekt hast du ja nur einen unendlich großen Block Virtual Memory zugewiesen und musst halt dann selber schauen, wie du das... Das ist ja schon ein sehr subtiles Problem, weil das habe ich, als ich so ein kleiner Student war, auch schon gefragt und das ist wahrscheinlich immer noch nicht ganz gelöst. Wenn wir also ordentliche Programmiersprachen haben wollen zur Systemprogrammierung, wo wir wirklich Betriebssystemkern machen können, dann sind da so Prozesse und dann sind so Shared Libraries und wir batzen das alles so zusammen und so. Und dann kann man sich doch klassischerweise nur auf den Stack verlassen und so, auf so ein paar Allokationsschemas so nach und nach vielleicht heutzutage, was ich jetzt da rausgehört habe. Früher gab es da gar nichts Standardmäßiges. Und das braucht man das nicht. Ja, dass ich das habe, wenn ich also beliebige Module einerseits als Shared Libraries zusammenbarzen will, andererseits mit dem Kern kommunizieren oder Prozesse untereinander irgendwie kommunizieren oder Foreign Language und so weiter, dann habe ich doch so eine Mischinstallation. Und auf was kann ich mich verlassen? Also klassischerweise, dass die CPU einen Registersatz hat und einen Stack hat und dass man da irgendwelche Funktionsaufrufe machen kann. Und jetzt so Heap-Allokationen ist schon schwieriger. Ja, aber in dem Fall wäre es halt so, ich habe quasi eine Heap-Allokation in der einen Anwendung, wenn ich jetzt mit der anderen kommuniziere. Ich weiß nicht, wie genau es funktioniert, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass du halt durchaus das Objekt, was auf dem Stack liegt, also der Pointer, zu dem Heap übergibst und dann Blackbox. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also solange ich Zeug auf dem Stack, wenn ich Structs und so auf dem Stack nur allokiere, habe ich kein Problem. Und wenn ich jetzt so ganz gemischt mit beliebig allokierten Objekten arbeiten möchte, das geht ja eigentlich nicht, oder? Das du meinst das ohne Fragmentierung deines Speicherbereichs? Ohne Weil ja, Stack ist jetzt nicht auf einigen, wie man Zeug im Speicher überhaupt verwaltet. Du meinst, wenn du verschiedene in Rust geschriebene Programme, die quasi als Systemlibraries verwendet werden, Dinge tun? Oder? Weil das ist auch eine Frage an die Experten. Also wenn man jetzt einen Stack hat, das ist ja ziemlich einfach. Du hast einfach nur einen Stack. Da kannst du nur von einer Seite, da kann dein Speicher nicht fragmentiert werden. Der Stack ist durch die CPU-Architektur standardisiert, wie der funktioniert. Okay, also schon von der CPU. Das ist ja seit Jahrzehnten oder sowas. Da gab es ja mal unterschiedliche Arten, wie die CPUs das machen. Aber wenn ich sage, hier ist ein x86-64, dann weiß ich, wie der Stack verwaltet wird. Also aber alles andere ist dann so Freiform, Freestyle eigentlich. Ich höre es jetzt so raus, dass bei Rust so. Von der Sprache her, ich meine, da sage ich in der Library, ich will jetzt dieses Allokationsprinzip haben. Und dann müsste man, wenn man jetzt ein Betriebssystem implementiert in Rust mit Anwendung und sowas, dann einigt man sich sozusagen für diesen Raum mal auf einen Allokator oder einen Heap-Verwalter. Und dann könnte man völlig gemischt. Normalerweise macht das Betriebssystem virtuellen Memory dann für die Programme. Genau. Also das würde man wahrscheinlich immer noch machen, oder? Das ist ja nur ein linearer. Das sind irgendwelche Bereiche, die ich dann. Genau, also es ist halt ganz einfach so, selbst wenn du irgendwie so ein OS-Set baust, dann hast du halt irgendwie deinen Speicherbereich, also dein RAM, und du verwaltest halt selbst quasi für die Prozesse, für deinen Kernel und so weiter den Speicherbereich. Und wenn du dann wirklich schon auf der Hardware-Ebene angekommen bist, dann hast du ja quasi die freie Auswahl, wie du irgendwie deinen Speicher verwalten möchtest. Aber man muss sich mit sich selber einigen. Also, ich höre so raus, dass so ein paar zaghafte Schritte sind, dass das vielleicht in weiteren 30 Jahren funktioniert. Aber dass wir zurück zu dem kommen, was in den 80er Jahren die Listmaschinen waren, wo ich eine homogene Umgebung habe und ich kann da drin völlig beliebig arbeiten. Also beliebig Sachen auch allokieren, dass man nicht Angst haben muss vor Allokationen. Deswegen werden die immer so gemieden auch. Weil man dann nie genau weiß, wenn ich völlig beliebige gemischte Sprachen habe und so, was kann ich mich auf das nicht verlassen? Also das ist bei Rust eigentlich weniger das Problem, da ja standardmäßig quasi so dieses Standardmodell von Heap und Stack verwendet wird. So. Aber es kann halt schon Probleme geben, wenn du dann plötzlich irgendwie mit dem Foreign Function Interface arbeitest und dann mit Sprachen, die halt schon irgendwie garbage collected sind oder so. Da gibt es auf jeden Fall, oder dann sind Probleme mehr oder weniger vorprogrammiert. Hast du da konkret was gesehen? Ich habe mitbekommen, wie einer mal versucht hat, Ruby in Rust einzubinden. Also andersrum geht das problemlos. Mhm. Denn im Endeffekt, wenn du so ein
eine Rust-Bibliothek schreibst, dann hat die so ein CNI-Interface, dass das immer gut geht. Andersrum kann es dann halt schon mal passieren, dass dir der Garbage-Kollektor von Ruby dann irgendwelche Sachen plötzlich wegräumt. Und dann hast du halt schon mal so einen Sack voll, und das ist halt nichts, wofür jetzt unbedingt das Typsystem von Rusty verantwortlich gehabt hätte. Genau. Ja, also FFI ist generell unsafe. Ja, das ist halt, sagen wir mal, das ist eigentlich das tiefer liegende Problem, dass es überhaupt Foreign ist. Also kann man sozusagen eine Hardware haben, ein Computersystem haben, wo nichts Foreign ist. War das bei Fast Machines, war das in Hardware dann so implementiert, dass es nur eine Möglichkeit gab, Memory Allocation zu machen? Ja, das hat halt das Display-Offset-System gemacht. Also ich kenne die ja auch nur so von Hörensagen. Bei Emacs sehen wir ja noch die überlegenen Reste der Disk-Maschinen-Tradition. Also ich bin da auch zu jung dafür, in Disk-Maschinen. Das war eine uniforme Umgebung. Das war halt das bescheuerte Display-Offset-System, das hat halt alles gesorgt haben. Ja, also das kannst du halt irgendwie jetzt mit Rust nicht machen, da das Ziel eben doch ist, dass es auf zumindest vielen weit verbreiteten Plattformen läuft. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, hier, ich schreibe vor, es kann nur auf Mist-Maschinen laufen, dann ist halt irgendwie alles andere aufgeschlossen. So, wir hängen das so ein bisschen fest so auf dieser C-Maschine von 1970. Oder wann war das? Doch 70 war das, oder? Wenigstens die Woche, die noch in den 1970er Jahren. Wir hängen da irgendwie immer noch fest. Das wird eh bald alles auf JavaScript folgen. Das ist halt ewig schon eine funktionale Programmiersprache, die irgendwie sind. Es gibt eine Haskell-VM in JavaScript. Das Lustige ist ja, dass sie jetzt mit dem Messenger-S und dem WebAssembly-Zeug im Endeffekt den direkten Sprung durchmachen von JavaScript-Code zu direkt die moderne Hardware. Sprich, da nichts dagegen, dass man die Hardware irgendwann mal drunter wegzieht, eine richtige Hardware drunter schiebt, die keinen von Neumann-Bottleneck und so hat, und dann das wieder. Kennt jemand den Vortrag von LNK, Programming and Scaling? Das hat der von 7 Jahren so gemacht. Und da hat er darüber gesprochen, es gab 1962 oder was, eine tolle Hardware-Architektur, die also genau das hatte, also kein verleugnet wurde. Wir warten doch darauf, dass ich sowas in der Industrie mal. Martin, du kennst das. Nee. Also, das ist ein toller Vortrag. Wenn du genug AWS-Instanzen hochziehen kannst, hast du kein verleugnet. Wenn du genug Amazon Web Service Instanzen hochziehen kannst, gleichzeitig hast du das nicht. Es sei denn, EC3 hat mal wieder so Ausfall, ne? Nein. Mit EC3. Ich glaube, die grundlegenden Probleme zu lösen ist einfach zu schwer, dass man nicht mit genug Aufwand erschlagen kann. Das ist auch so, weil der vom kapitalistischen Hilfssystem. Ich dachte, EC3 wäre nur speichern. Das ist der Status. Das Lustige war ja, dass dieses Microsoft-Ding vor kurzem dann auch in die Hose gegangen ist. Eine halbe Woche nach AWS, aber ist dann das Microsoft-Zeug auch. Das wäre Azure, oder? Ja, genau, Azure ist auch weggegangen. Ich habe noch eine Frage zu linearer Logik. Ja. Es gibt ja auch das Haskell-Projekt, das Haskell mal abhängige Typen bekommen soll. Ja. Vertragen sich denn lineare Logik und abhängige Typen? Also es gibt ja zum Beispiel in abhängigen Typsystemen gibt es ja die P-Typen, das ist eine Verallgemeinerung von Funktionstyp, dass man also das Argument, dass man das auch auf Typebene benutzen kann, um dann den Zieltyp von der Funktion hinzuschreiben. Wie ist es dann? Gibt es sowas wie ein linearen P-Typen und wenn ja, was ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Soweit habe ich da noch nicht geguckt. Es ist generell so, dass du halt auch jeden Typ oder an jeden Typ dran schreibst, wie häufig es Werte davon gibt. Wie das auf Typebene aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube, da wird das einfach komplett ignoriert, die Zahl. Ah. Weil so ein Typ ist ja auch nur ein Wert in Idris. Und dann trägt der die Zahl 0. Also der wird 0 mal dann auf Werteebene verwendet.
wenn jetzt. Es gibt ein ganzes Paper dazu, ich glaube von Brian McKenney sogar. Oder von. Nee, von Connor McBride war das. Zu linearen Typen mit Dependent Types. Und wie hieß denn seine Sprache da? Hieß das? Nee, von Connor McBride. Also, ist das noch aktuell? Ich glaube, der hat keine Sprache da explizit genutzt, sondern eher das allgemeine Konzept. Ich glaube, vor ungefähr 8 Jahren oder sowas hat er sehr viel Lied gemacht. Er hatte eine eigene Sprache, deren Namen ich vergessen habe. Keine Ahnung. Aber Idris hat halt mittlerweile auch lineare Typen und die werde ich dann einfach... Genau, Enigramm. Ah. Aber da weißt du nichts davon. Nee, weiß ich Projekt. Nicht. Da hat er vorher vielleicht... Weißt du was? Ja. Ich habe es kurz mal gesehen und dann werde ich wieder vergessen. Also, das ist doch ja. Aber dann kann ich ja beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal lineare Typen in Idris vorstellen. Und dann werden wir das ja auch sehen. Die nächsten 2 Jahre gibt es lineare Typen im Feld. Ich habe noch eine Frage zu diesem Lolli-Operator, den du am Anfang definiert hast. Und da hast du bei der, bei der Deduktion immer diese normale Ableitung verwendet. Genau. Zum Beispiel. Nee, Moment. Du meinst die Folie. Genau. Ja. Genau, und bei den späteren wird auch immer die, wenn du dann so ein Delta verwendest oder so, dann sagst du, oder hier dieses Gamma und diesem Lolli-Operator. Also der Hintergrund ist ja eigentlich der, dass wir mit linearen, mit linearer Logik nicht erstmal so pauschal nicht alles abbilden können. Und es ist einfacher, wenn man 2 Ebenen nimmt, wenn man einmal sagt, ich habe eine lineare Ebene und eine nichtlineare. Und in der nichtlinearen funktioniert alles so wie in klassischer oder intuitionistischer Logik und in der anderen funktioniert halt alles linear. Und eben weil es, und hier ist eben die Unterscheidung zwischen diesen Ebenen dann, will ich hier deutlich machen, dass wir eben hier dieses C und das B sind linear und dieses Gamma halt nicht. Können wir da auch nochmal über Bildungsstärken reden, bitte? Ja, Klammern. Also hier, hier sind die Klammern zwischen dem B und dem D. Also quasi das aus B und C, Lolli D. Okay. Zahlen, linearer Kontext oder so, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ja, also das bedeutet quasi, dass wir B und C dürfen wir halt genau einmal verwenden. Sie sind linear im Kontext zu verstehen. Sie sind linear erstmal. Das heißt, wir dürfen sie genau einmal verwenden. Müssen sie genau einmal verwenden. Aber gehören die zum Kontext, oder gehören die zu der Proposition oder der Formel? Die gehören hiermit zu dieser Proposition. Also eigentlich, ich habe das so ein bisschen auf, um so den Hintergrund zu zeigen, es gibt da ein schönes Paper von Wardler dazu. Tatsächlich. Der stellt das Ganze halt. Moment, hier sind wir. Ja, aber jetzt regeln wir so viele. Sekunde. Ja, geht genau. Ja, ich meine, da ist dann interessant, da weiß man dann genau, was los ist. Ja, da wird's, genau, da ist das alles nochmal klarer, deswegen zeige ich das jetzt auch. Hier haben wir halt quasi alles, was eigentlich in der linearen Logik ist und was er jetzt halt sagt, ist. Hier diese Klammerung. Das bedeutet, wir haben eine lineare Aussage, die dürfen wir genau einmal verwenden. Und hier haben wir eine intuitionistische Aussage und die dürfen wir halt ganz normal unendlich oft verwenden. Hier haben wir auch dieses Contraction und Weakening, was ich vorhin rausgestrichen habe, wo ich gesagt habe, das ist eine Eigenschaft vom Lolli-Operator, dass wir das rausgestrichen haben. Das ist eigentlich eine Eigenschaft der linearen Typen. Also hier sagen wir eben, die gelten weiterhin, diese beiden Regeln. Halt, aber nur wenn wir intuitionistische Werte haben und dann sehen wir eben hier zum Beispiel, der Lolli-Operator ist dann so definiert, dass wir hier zwingend einen intuitionistischen Wert haben. Das heißt. Der Fall eben alle mit der Semmel, der Kaisersemmel, wie ist es da rechts in der Mitte? Also hier definieren wir den Sternsemmel.
Also du bist aus dem Norddeutsch, aus dem Norddeutschen. So gut. Der Tensor. Der Tensor. Das nennt man Sternsemmelieren. Ja, also sagen wir, stilisierte Sternsemmel ist alles eine Kaisersemmel. Die Kaisersemmel ist dieses Plus. Können wir uns nicht einfach auch den Tech-Code einlegen? Also das hier ist O times und das ist O plus. Ja, aber das ist das, was ich erwartet habe. Also das A und B sind linear in dem Kontext, die darf ich genau einmal verwenden. Genau. Hat es in dem Paper auch Regeln für dieses komische umgedrehte Ablassant? Nein, das hat dieses Buch nicht. Ach. Das normale Ablassant schon, oder? Genau, weil auch Wortler eben in diesem Paper auch sagt, für lineare Typen und für Ressourcen generell hat das halt keine Anwendung, deswegen lässt das raus. Es ist halt... Ja. Ich habe gehofft, wenn ich da jetzt mal Regeln dafür sehe, dann ich habe sehr lange gesucht, ich habe auch keine gefunden, also wenn du welche findest, dann... Aber du hast auch den Witz nicht aufgelöst. Wolltest du den Jean-Yves-Witz noch auflösen? Ja, so Jean-Yves Girard ist der Mensch, der lineare Logik erfunden hat. Es gibt halt das Originalpaper, das ist so eine 300 Seiten Doktorarbeit von diesem Typen hier. Ich habe kein Internet. Also von diesem Jean-Yves Girard. Und daher eben der kleine Jean-Yves. Und der Witz jetzt eben an der Sache war der, dass wir eben durch diese Contraction und durch die Weakening-Regel, die wir in normalen Ableitungen haben, können wir ja uns quasi hier bei unserer Ableitung noch zusätzlich irgendein A hinzuholen, was unabhängig davon gilt. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns für 5 Cent ein Bonbon kaufen, holen wir uns noch 5 Cent unabhängig davon dazu. Und das machen wir unendlich oft und da haben wir unendlich viele Bonbons. Und deswegen sind genau diese beiden Regeln in der linearen Logik nicht mehr vorhanden. Also das ist der größte Unterschied. In deinen anderen Erklärungen auch mit dem umgekehrten Ampersand, also ich vermute, dass da irgendwas zu Prozessalgebren sein müsste im Zusammenhang. Man kann sich den, also sowas von dem, was ich gehört habe, kann man sich den halt auch als Parallelität vorstellen und dann kann das durchaus sein, dass das mit Prozessen auch noch irgendwie zusammenhängt? Herr Wortler beschäftigt sich nicht damit und darum lässt er es dann weg. Der hat auch, der hat das hier halt beschrieben gehabt, dass, wie haben wir das denn? Also er hat hier tatsächlich sogar noch einen weiteren Operator weggelassen, denn dual zu diesem Of-Course-Operator gibt es noch den Why-Not-Operator, das ist ein Fragezeichen. Und der hat hier halt auch sehr viel weggelassen. Also irgendwo hat er erklärt, warum er den Paar-Operator weggelassen hat. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wo. Warum er den Why Not Operator weggelassen hat, weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau, aber. Why not? Moment. Hier hat er auch irgendwann erklärt, also ich habe es jetzt zur Einfachheit quasi ja so gemacht, dass ich nicht gesagt habe, ich habe irgendwie so eine klassische intuitionistische Form, also so eine nicht-lineare Form und eine lineare. Und hier eben, eigentlich ist das ziemlich dumm, weil er erklärt hier auch, dass man dadurch mehr Komplexität in den Beweisen kriegt. Man kann das durchaus schon so machen, dass man die zwei Ebenen weglässt, dann hat man nur noch, dann macht man halt alles über diesen Why-Not und den Of-Course-Operator noch und dadurch kann man das modellieren, aber das hat an sich Nachteile nachher in den Beweisen, deswegen modelliert erst mit diesen zwei Ebenen. Das finde ich eigentlich auch den besseren Ansatz. Weil
mit diesem Of Course und dem Why-Not-Operator können wir dann auch klassische und intuitionistische Logik in lineare Logik einbetten, weil wir dann irgendwie Ausrufezeichen A, Lolli, B ist so eine intuitionistische Aussage und eine klassische ist Ausrufezeichen A, Lolli, Fragezeichen B. Und dadurch kann man das eben auch noch modellieren. Und was ich jetzt auch gar nicht so dargestellt habe, ist, wenn ich mal kurz auf die Folien zurückgehe, ich hatte ursprünglich noch eine mehr, die habe ich rausgenommen. Wir haben hier ja eben diesen with-Operator, wir haben den Tensor, wir haben den Plus-Operator und wir haben den Paar-Operator. Und dabei haben wir halt zwei Ebenen, die dual zueinander sind. Also wir haben zwei Konjunktionen und zwei Disjunktionen. Und wir haben dann eine Dualität immer entsprechend auf jeder Ebene zwischen der Konjunktion und der Disjunktion. Also eben genauso eine nach De Morgan. Eben die De Morgan'schen Regeln gelten dann auf, ich glaube, es ist auf Paar und Plus. Und hier habe ich eben ja auch kurz noch erwähnt, dass wir hier duale Konzepte haben. Also hier merkt man das ja dann auch, dass die sich mehr oder weniger dual verhalten. Und ja, wir haben hier eben, eigentlich haben wir noch mehr Werte, also wir haben halt nicht nur wahr und falsch, wir haben das dann auch noch auf den zwei Ebenen entsprechend. Und hier sieht man dann die ganzen Dualitäten, die man in der linearen Logik hat. Also da steckt nochmal wesentlich mehr hinter, als man so am Anfang denkt. Und ansonsten NMAP halt, das versteht man alles nicht. Jo, Sangam? Sangam? Jetzt habe ich auch Hunger. Also ich nicht.